Servus, Freunde des Ballsports. Nach seiner Entlassung ist Thomas Tuchel aktuell, ja, wenn man das so sagen kann, arbeitslos. Zumindest ist er auf Jobsuche. Er war ja auch beim FC Bayern München für eine mögliche Ersatzlösung von Julian Nagelsmann immer wieder im Gespräch. Und dann auch, als Hansi Flick nach dem dramatischen WM-Aus so ein bisschen zu wackeln drohte, wurde Thomas Tuchel auch immer wieder mit der deutschen Nationalmannschaft in Verbindung gebracht. Er ist natürlich einer der besten Trainer der Welt, das ist ganz klar. Und ich denke, jede Nation oder auch jede Mannschaft kann froh sein, wenn ein Tuchel sie trainiert. Aber jetzt könnte er eben eine gegnerische Nation von Deutschland trainieren. Denn wenn man den Medienberichten glauben darf, könnte Thomas Tuchel eben Trainer bei der englischen Nationalmannschaft werden. Denn nach dem Viertelfinal aus könnte es eben so sein, dass man jetzt einen Umbruch möchte. Man möchte Gareth Southgate nicht mehr als Trainer haben. Das gibt es zumindest auf jeden Fall einige Stimmen, die das fordern. Und da wird immer wieder Thomas Tuchel auf den Plan gerufen. Der ehemalige Chelsea-Trainer genießt in England weiterhin einen exzellenten Ruf. Er gilt als einer der besten Fußballlehrer der Welt. Und nicht umsonst hatte man natürlich hier auch in Deutschland ihm das Amt des Bundestrainers zugetraut. Und jetzt könnte er eben die Free Lions übernehmen. Wie eben die Bild berichtet, hat wohl der englische Verband sogar bei Thomas Tuchel schon mal vorgefühlt, ob er denn ja Interesse an dem Job hätte. Und ja, ich glaube, bei Thomas Tuchel, der hätte auf jeden Fall Bock, mal so eine Erfahrung zu machen. Da würde er natürlich auch einige Spieler treffen, die er schon kennt von seiner Zeit bei Chelsea. Und ich bin mal gespannt, wie er sich so auf ja, internationaler Ebene, also jetzt nicht international im Sinne von Champions League, sondern eben auf der ganz großen Fußballbühne eben bei EMs und WMs beweisen könnte und was er da so für Leistungen bringen könnte und wie er eben auch mit den Spielern umgehen könnte. Ich kann mir das aktuell noch gar nicht so richtig vorstellen. Thomas Tuchel, der gilt ja als ein richtig harter Trainer, ein nicht zu belehrender Trainer. Und ihn dann mal sehen, ob er dann den nächsten Titel seit 1966 holen kann. Es wäre genau 50 Jahre nach dem letzten Titelgewinn, wenn er die EM in 2024 holen würde. Das wäre natürlich eine absolute Erfolgsgeschichte. Und dann würde irgendwann auch kein Weg mehr an ihm vorbeiführen als deutscher Bundestrainer, wenn er dann keinen Job mehr hätte, würde ich fast sagen. Aber ich bin gespannt. Was meint ihr? Thomas Tuchel und die Free Lions, passt das oder passt das nicht? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Bis dahin, Leute.